Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleihen. Das ist gerade mit dem Tränen so scheiße. Egal. Und wir haben jetzt gespendet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Futur Mini. Wie ihr vielleicht in meiner Stimme gerade feststellen könnt, bin ich noch nicht allzu wach. Aber dafür gibt es ja Mittel und Wege. Und zwar haben wir heute mal wieder einen Kaffee, der mit der Rostfeinqualität daherkommt. Nämlich Rondo Melange. Der erlesene Kaffee, geröstet aus... geröstet, veredelt mit... kandierten Bohnen. Kandierte Bohnen, cool. Habe ich, glaube ich, auch so noch nicht gehabt. Mal sehen, was da so auf uns zukommt. Wir werden das Ganze zubereiten. Das sind 4 Tassenportionen hier in dieser Packung. Das heißt, ein persönliches Geschenk für genussvolle Kaffeemomente. Okay. Auch von Röstfein Kaffee, wie die anderen Kaffees auch. Und den werde ich mir jetzt zubereiten und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Ja, so läuft's. Bis gleich. So, fertig ist er, der Gute. Ich brauche dringend Kaffee. Von daher passt das sehr gut zusammen hier gerade. Ich bin sehr gespannt darauf. Kandierte Bohnen. Keine Ahnung, ob das irgendwie was Gutes tut für den Kaffee oder was dabei rauskommt. Der riecht auf jeden Fall schon mal deutlich, also da ist eine deutlich stärkere Kaffeesäure, also eine stärkere Säure in dem Kaffee drin. Deutlich stärkeres Sauer und wahrscheinlich auch ein deutlich stärkeres Bitter. Das dürften jetzt gerade Leute, die keinen Kaffee trinken, nicht falsch verstehen. Das gehört zum Kaffee dazu und ist eigentlich ein wichtiger Punkt für Kaffee. Von daher bin ich gespannt. Ein deutlich krasseres Sauer. Ich überlege, ob ich irgendwas merke von den kandierten Bohnen. Ah, doch so leicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Röstaroma da. Also es ist ein sehr, es ist ein starkes Röstaroma da auf jeden Fall. Man merkt wirklich sehr, dass die Bohnen geröstet wurden. Ja gut, das merkt man bei Kaffee immer, aber es ist wirklich... Ich bin noch nicht wirklich fit. Ich sollte keine Kaffeefolgen machen am frühen Morgen, aber so ist es halt. Ja, es ist auf jeden Fall kein schlechter Kaffee, aber es ist auch auf jeden Fall kein Kaffee, wo ich sagen würde, der hat jetzt irgendeine Besonderheit, die ihn von anderen Kaffees groß unterscheidet. Die kandierten Bohnen merke ich persönlich nicht wirklich. Aber trotzdem ist das kein schlechter Kaffee. Also ich sage ja, das Röstaroma ist da. So die leichte säuerliche Note von den Kaffeebohnen ist auch wirklich gut zu merken. Also leichte ist schon untertrieben. Also es ist schon eine deutliche Sauernote da. Wie das ja auch bei Kaffee so sein soll. Also das ist ja, wie gesagt, nichts Schlechtes. Und das Röstaroma ist auf jeden Fall da und er schmeckt wirklich gut. Es ist guter Kaffee. Ja, was soll ich sagen? Ist aber halt, wie gesagt, zu wenig von anderen Kaffees zu unterscheiden. Und das natürlich, da er trotzdem ein bisschen über dem Durchschnitt ist. Also er ist deutlich besser als jetzt irgendwie so ein Aldi-Kaffee. Ich weiß, ich komme mit Aldi. Aldi hat keine schlechten Produkte, das möchte ich damit nicht sagen. Aber Aldi hat halt Ware auf durchschnittlich gutem Niveau. Wir haben auch Sachen, die gut sind, aber es ist jetzt halt, also das ist so mein Standard-Level. Und ich kaufe selber bei Aldi ein, also versteht das bitte nicht falsch. Ich sage nicht, Aldi ist schlecht, ich sage, Aldi ist Durchschnittsware mit, also ist für mich der Durchschnittspunkt, weil es halt vom Preis her meistens das Billigste ist, was es auf dem Markt gibt. Und manchmal sogar besser ist als teurere Ware. Das ist der Punkt, aber wenn etwas teurer sein will, muss es auch besser sein als die Sachen von Aldi. Das will ich damit sagen, versteht ihr? Und ja, das ist, wie gesagt, sehr guter Kaffee, aber kein wirklich besonderer Kaffee. Und deswegen gebe ich den ganzen 6 von 10 Punkten und ja, trinke den natürlich trotzdem aus meiner Haare. Oh Gott, ey, ich sollte aufhören, mitten in der Nacht Folgen zu drehen. Sagte er um 10.25 Uhr am Sonntagmorgen. Ja, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch einen sicheren und produktiven Tag und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal.